Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Elex. Hier zusammen mit unserem Freund Dudas in der Nacht. Oh, guck mal, wie schön der Mond am Scheinen ist. Sogar zwei Stück haben wir hier. Gut. Also, wir sind auf der Suche nach neuen Auftraggebern für uns, damit wir uns noch hier ein wenig im Dorf beweisen können. Ja, okay, wir haben es verstanden. Und, jo. Ich bin gerade am Überlegen, wie wir noch fragen könnten. Gibt es denn niemand, der Hilfe braucht? Was haben wir hier? Das ist der Knast. Interessant. Geh mal aus dem Weg, du das. Okay, haben wir sogar ein Gefängnis hier. Da wurde ja an alles gedacht. Oh. Ah, die Heilpflanzen halten mich dann so ein bisschen auf Zeit, wenn ich die esse. Okay, gut zu wissen. Schauen wir doch mal. Wem wir hier noch fragen können nach Aufgaben. Hallo? Normaler Setzer. Ist da wer? Nein, niemand ist hier. Wen könnten wir noch fragen? Ich will mich hier beweisen. Ich will so eine Rüstung haben. Das sind einfach Wachen. Ja, es ist halt Nacht, ne? Ist klar. Nachtwache. Komm, wir schlafen mal ein bisschen. Hat die hier zwei Betten zufällig? Nö. Der haben wir ja auch geholfen, eigentlich. Zählt das nicht? Nachschubschwierigkeiten, sagst du? Hört sich an, als seid ihr ziemlich ausgebrannt. Nachschubschwierigkeiten, sagst du? Hört sich so an, als seid ihr ziemlich ausgebrannt. Tja, was soll ich sagen? Ein Krieger ist eben nur so gut wie seine Ausrüstung. Ja, das kenne ich. Mir wurde kürzlich meine gestohlen. Ach ja? Da hatte sicherlich einer dieser Outlaws seine Finger im Spiel, was? Meinst Bastard, du? Ey. Klar, dieses diebische Pack lauert doch überall herum auf der Suche nach einem lukrativen Geschäft. Würde mich nicht wundern, wenn dein Kram schon längst in der Wüste Tavar auf dem Schwarzmarkt verscherbelt wird. Ah. Gut. So, kann grad nicht. Du. Da stimmt einfach mein Bruder ins Zimmer. Du. Ach, das sind alles Sätze, mit denen kann man nichts machen. Hier. Ah, weißt du, wo ich brauchbare Ausrüstung bekommen kann? Weißt du, wo ich brauchbare Ausrüstung bekommen kann? Bei den Händlern wirst du sicher fündig. Aber erwarte keine Almosen. Wenn du nicht die nötigen Splitter aufbringen kannst, lassen sie sich auf kein Geschäft ein. Glücklicherweise mangelt es an Arbeit nie. An Freiwilligen schon eher. Die Belohnungen sind für meinen Geschmack zwar etwas mager, aber es reicht, um nicht vom Fleisch zu fallen. Und wo wir dabei sind, hier. Du siehst so aus, als könntest du ein gutes Stück vertragen. Oh, danke. Was machst du hier in Goliath? Ich lebe mich in die Gemeinschaft ein und helfe, wo ich kann. Ich will die Wahrheit hören, nicht das, was du allen anderen erzählst. Hast du das mittlerweile nicht selbst herausgefunden? Ich war mit vier meiner Kameraden unterwegs, um in Edan Ausschau nach Mensch und Material zu halten. Doch aufgrund der Sorglosigkeit unseres Gruppenführers haben uns ein paar Mutanten in die Ecke gedrängt. Nur ich habe den Angriff überlebt. Bin gerannt, als gäbe es keinen Morgen, und habe dabei meine Waffe verloren. Goliath aufzusuchen war dann einfach naheliegend. Natürlich so, dass niemand auf meine Herkunft schließen kann. Ah, das ist ein Kleriker. Wie ist das Leben als Kleriker? Wie ist dein Leben als Kleriker? Es erfüllt mich und lässt mir keinen Zweifel daran, dass wir für die richtige Sache streiten. Die wäre? Kalans Worte in alle Ecken der Welt zu tragen und neue Anhänger zu gewinnen. Auch in der Zeit des Schweigens begleitet er mich. Ich kann ihn förmlich bei mir fühlen.
Was hältst du von den verschiedenen Gemeinschaften? Was hältst du von den verschiedenen Gemeinschaften? Man könnte denken, die Berserker würden in der Vergangenheit leben. Aber ich denke, wenn man die Gesetze akzeptiert, hat man es gut bei ihnen. Die Outlaws hingegen sind ein gottloses Volk, das sich wie die Ratten vermehrt und das frisst, was andere wegwerfen. Wenn ich du wäre, würde ich einen Bogen um sie machen. Die Kleriker hingegen bieten dir eine Antwort auf die große Frage nach dem Warum. Du wirst bald verstehen, was ich meine. Wenn du das sagst. Und was ist mit dir? Hast du dich schon entschlossen, wem du dich anschließen wirst? Ich bin mein eigener Herr. Ich bin mein eigener Herr. Bist du das wirklich? Wenn ich mir dich so ansehe, bist du auf Hilfe angewiesen. Also machte ich besser mit einer der Gruppierungen gemein. Sonst ist dein Ende ausgemachte Sache. Interessant. Oder warte mal. Ah, mit dem können wir gar nicht mehr reden. Gut, lassen wir das. Vielleicht können wir dem hier irgendwie helfen. Erklär mir ein paar Dinge. Eure Rüstungen sind sonderbar, ne? Edan ist ein Rest der Welt. Die Geschichte der Berserker interessiert mich. Erzählt mir was über die Truppenbewegung der Alps. Oh, nee, ist ich bin mal weg. Langweilig alles. Kann man mit dem reden? Wir sehen uns später. Ah, jetzt nicht. Ich muss nichts Besonderes. Das nenne ich gefährliches Halbwissen. Hier. Hey, du! Du gehörst nicht zu uns. Was willst du hier? Wer will das wissen? Wer will das wissen? Mein Name ist Born, Sohn von Algor. Ich bin der Oberaufseher der Setzlingfarmen in Goliath und Mitglied des Clans der Nebelkrähen. Also lass mich dir einen Rat geben. Halte dich an unsere Gesetze und mach keinen Ärger. Dann wird es dir hier in Goliath gut ergehen. Und halte dich vom Tal im Westen fern, wenn dir dein Leben lieb ist. Dort leben nur Verbrecher und Verbannte. Okay. Ich brauche Arbeit, Leute. Du verkaufst doch gewisse Dinge. Komm, red mal mit denen hier. Wegen der Raritäten. Wegen der Raritäten? Ja? Was genau suchst du? Was genau suchst du? Nun, ein paar ausgewachsene Heilwurzeln sind schwer zu züchten. Und Baum beauftragt nicht jeden mit dem Abernten. Weiter? Nichts weiter. Behalte lediglich im Hinterkopf, dass ich dir sicher mehr dafür gebe als er. Hast du einen speziellen Wunsch? Hast du auch einen speziellen Wunsch? Alle Sachen, die du mir bringst, sind speziell. Ich dachte eher an etwas außer der Reihe. Ach so. Ich weiß nicht, ob ich dir die Sache anvertrauen kann. Sie ist etwas... Ja, sicher. ...heikel. Rück schon raus mit der Sprache. Na schön. Also, Ragnar, der große Boss hier, hat etwas von großem Wert für mich. Ein Schwert, aber nicht irgendeins. Es ist das Schwert von Erik Eisenfaust. Was ist daran so besonders? Sag bloß, du hast noch nie von ihm gehört. Der Kerl ist sowas wie ein Heiliger für die Jungs hier. Man sagt ihm nach, dass er vor einem halben Jahrhundert im Alleingang ein ganzes Heer von Kampfmaschinen nur mit seinem Schwert zerschlagen hat. Ich für meinen Teil glaube zwar, dass das Schwachsinn ist, aber das ändert nichts daran, dass die Berserker sich allem überlegen fühlen. Einige nennen ihn sogar Ahnenvater. Wer aber auch nur ein bisschen Geschichtswissen hat, weiß, dass das Mumpitz ist. Immerhin gab es die Berserker schon lange vor seiner Zeit. Trotzdem ändert das nichts an dem Wert des Schwertes, selbst wenn es mittlerweile schartig und unbrauchbar ist. Ich besorge dir das Schwert. Das wollte ich hören. Pass aber auf, dass dich niemand erwischt. Wenn wo doch, finden wir legen das? Sie dir sicher Daumenschrauben an und gerben dir das Fell. Also schnell rein und wieder raus. Keine Spielchen, verstanden? Ich mach das schon. Gut, ich kratz derweil deine Belohnung zusammen. Okay. Ein besonderes Stück. Spezielles. Wenn die Kasse stimmt, kann ich dir sicher helfen. Das wollte ich hören. Also, ich will eine Laserwaffe haben. Diese Dinger, die die Kleriker haben.
Hatte vor kurzem selbst eine, aber du kennst ja Harkon. Naja, besorg mir einfach 3 Stück, okay? Sag mal, spinnst du? Ich dachte schon. Aber du hast Laserwaffen. Doch. Brauchst du erst einen Arschtritt? Du hättest mir noch Angrims Männer auf den Hals. Da kriegen wir das Schwert, okay? Du Feigling. Mach's gut. Ich will auch so eine Laserwaffe. Lass den Unfug. So. Fast gestorben hier. Ah. Was mache ich denn? Ich will doch nur da hoch. Sehr schön. Ja, jetzt verrecken wir natürlich auch noch gleich. Haben wir gerade was im Inventar? Irgendwelche Heilpflanzen oder so? Natürlich nicht. Gebratenes Fleisch. Setzerbrot. Gibt mir auch Gesundheit. Gut, dann bin ich mal gespannt, wie wir das hinkriegen, das Schwert zu besorgen. Ja, einfach reinschleichen, oder? Ich würde fast vorschlagen, dass wir den Duras sogar draußen warten lassen. Bleib hier stehen. Ja. Und wir machen das alleine. Ich probiere als allererstes mal von außen. Wer ist das? Ist das Schwert noch weiter oben? Und noch weiter oben. Oh, ich habe so das Gefühl, das ist unten bei Ragnar. Oh, was haben wir hier? Wartet mal. Oh, cool, Elixir. Scheiße. Oh, cool, Zigaretten noch. Jetzt bin ich fast gestorben, Alter. So. Wer so schleicht, hat was zu verbergen. Wer sieht denn mich? Wer so schleicht, hat was zu verbergen. Ah. Nö. Okay, hier in dem Raum drin wahrscheinlich. Da hängt das Schwert an der Wand. Schnell. Boah, hat er nicht gemerkt. Sehr schön. Schaffen wir das jetzt, ohne zu sterben, zu dem zu kommen? Sollten wir hinkriegen, oder? Oh, wir müssen doch sogar einen Heiltrank in dem Knast gefunden haben. Zeig mal her. So, Tränke, großer Heiltrank. Sehr schön. Auf noch zu Duras. Holen wir den auch wieder ab. Gut. Hey, mein Freund. Mitkommen. Na gut. Super. Zeig's mir an. Wo ich hin muss? Ja. Zum Orangenen. Bin mal gespannt, was wir dafür bekommen. Schild. Hä? Ist der im Haus? Hallo? Wer treibt sich denn hier um?
Alrik. Das ist aber jemand ganz anderes. Ah, nee, doch, das ist der. Wegen der Rarität. Wegen der Raritäten. Ja? Hier ist das Schwert, das du suchst. Ist das hier das Schwert, das du suchst? Schwer zu sagen, aber vom Alter kommt es hin. Ich denke, du hast dir das richtige Stück gegriffen. Würde zu gern Ragnars blödes Gesicht sehen, wenn ihm auffällt, dass ihm sein bestes Stück fehlt. Also sein Schwert, nicht sein, du weißt schon, was ich meine. Und die Bezahle? Hier, das reicht, schätze ich. Jo, ganz geil. Wonach bist du noch auf der Suche? Wonach bist du sonst noch auf der Suche? Du kennst doch sicher Jora, den Werker beim Schlund. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er bald wieder jemanden losschickt, elixhaltiges Zeug zu sammeln. Und ich denke, er hat schon genug von dem Zeug. Ich hingegen... Schon verstanden. Du willst, dass ich dir das Zeug bringe. Genau. Sprich mit ihm, wenn du die Einzelheiten wissen willst. Gut. Was interessiert dich sonst noch? Was interessiert dich sonst noch? Dir ist mit Sicherheit schon der Mana-Schrein aufgefallen, oder? Dieses Riesending hier in der Mitte von Goliath. Ja, das ist schwer zu übersehen. Dort irgendwo treibt sich Kaldrim herum. Er überwacht die Ein- und Ausgänge von Elex zum Schrein. Wenn du es allerdings schaffst, an ein paar von diesen Elex-Paketen zu kommen, ich würde dir einen stattlichen Preis dafür zahlen. Hast du noch etwas auf der Liste? Hast du noch etwas auf der Liste? Nein, ich denke, das war vorerst alles. Wenn mir noch etwas einfällt, lasse ich es dich wissen. Mit welchen Gegenständen handelst du? Mit welchen Gegenständen handelst du? Alles Mögliche. Besondere Gegenstände behalte ich allerdings selber. Warum? Sagen wir der Einfachheit halber. Ich bin Sammler. Meine Auswahl ist allerdings begrenzt. Schließlich sind wir in Goliath. Solange die Regeln unserer verstaubten Ahnen gelten, darf ich nicht über die Stränge schlagen. Für uns Händler sind die so nützlich wie ein Furunkel am Arsch. Aber aus Angst vor dem Fortschritt wird sich daran wohl so schnell nichts ändern. Ich will handeln. Ich will handeln. Sicher doch. Oh, der hat Rüstung! Leute! Oh, reines Elex hat der. Egal, aber erstmal Rüstung. Kostet ja gar nichts. Eine Sonnenbrille. Ey, euer Ernst? Habe ich die nicht an? Braune Lederkapuze? Nee, ich habe nur Stoff. Lederhose, Mechanikerhemd, Jägerrüstung. So. Schauen wir doch mal. Ja, bitte. Lederkapuze. Oho, Leute. Das sieht mal gut aus. War da was? Das sieht mal echt gut aus. Also, zuerst in den Mana-Schrein würde ich es vorschlagen, ne? So ein paar Mana-Pakete besorgen, hat er gesagt. Wo ist denn dieser Turm? Ah, da oben. Technik. In der Alten hat man nur Ärger. So. Da müssen wir hoch. Kommen wir da lebend hin? Schon, oder? Perfekt. Kurz warten. So. Oh, ein Apfel. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Elixierbeutel. Schauen wir mal nochmal einen Auftrag schnell. Nee, das war der nicht. Gefährten, ein halbes Stunde. Nein. Gesagt, einen Elixierbeutel sollen wir ihn mitbringen. Da kann ich mich noch dran erinnern. D-
Das ist doch hier dieser... Oh, Entschuldigung. Das ist doch hier dieser Mana-Schrein, oder? Ich kann einfach das ganze Elixir höchstens hier klauen. Und natürlich nur hoffen, dass mich keiner sieht. So. Jetzt habe ich echt alles hier fast geklaut. Gut. Ja. Gehen wir nochmal zurück und reden nochmal mit dem. Das müsste... Oh, wo waren das nochmal? Da hinten, glaube ich, irgendwo. Oder bei den Feldern? Oh Mann, ich muss landen. So, das war doch hier gewesen. Das ist ja was anderes hier unten, ne? Hört ja keiner. Hier ist auch nicht groß was. Wer nicht macht, macht nichts falsch. Ja, genau hier. Das war hier gewesen, glaube ich. Hier in der Hütte. Genau. Oh, ich hoffe, es ist richtig hier rum. Ja, nee, schade. Okay, dann schauen wir doch mal bitte. Was allgemein mal, was haben wir denn noch für Aufträge? Edan, das Gesetz der Berserker. Die Bewohner Goliaths suchen dem Gesetz der Berserker vor. Gefährten, ein halbe Blechdose war. Nee, will ich auch nicht. Kontakt. Das geht ja nicht. Zeig das mir an, auf der Karte. Oh ja. Da hoch? Okay. Leute, wir haben einen weiten Weg vor uns. Okay. Können wir auch Mission abbrechen? Okay. Gut. Wo ist eigentlich Duras? Scheiße. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Wo ist denn der? Ah, da hinten. Also, wir sollten noch schnell ein paar Heiltränke besorgen, bevor wir uns auf diesen Weg machen. Genau, was da drin in dem Text stand. Das ist ja die Hauptmission. Rachefeldzug. Ne, hier, Refugium der Separatisten. Die Separatisten sind den Alps immer noch am nächsten, auch wenn sie nicht mehr derselben die Direktive folgen. Wenn ich meinem Ziel näher kommen will, sollte ich mich mit dem Kopf der Separatisten unterhalten. Dazu muss ich ihn aber erstmal mal finden. Irgendwo muss das Rattennest ja sein. Und jetzt begeben wir uns da hoch, um den Alps etwas näher zu kommen. Warum wächst du mich? Ich will handeln. Gut, sieh dich nur um. Also, ich... Hat die Mana, Elixier, Mana, Heiltrank. Kleiner Heiltrank, egal, ich nehme alle 19. Besser als nichts. Gut. Inventar. So. So. Oh. Entschuldigung, Leute. So. So. Du, 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 du. So. Gut, dann wissen wir jetzt, wo es hingehen soll. Und zwar ganz hier hoch in den Norden. Oh, das wird ein richtig weiter Weg. Ohne Duras würden wir es nicht schaffen. Aber das, meine Lieben, werden wir erst im nächsten Part unternehmen. Und sonst bis dahin würde ich sonst vorschlagen, dass ihr mir einen Daumen nach oben gibt. Das sicher mal. Oder mir einen Kommentar schreibt. Oder ein Abo sogar da lässt. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ciao.